meine Aufgabe als Staatssekretär ist es, gemeinsam mit meinem Staatsminister Hubert Aiwanger dafür zu sorgen, dass wir auch in Zukunft ein blühendes Bayern haben. Heimat ist ein schwieriger Begriff, das zu erklären. Für mich ist es ein Gefühl verbunden mit einem Ort. Das ist meine Heimatkirche St. Margareta in Hohenried, in der ich getauft worden bin, in der ich die Kommunion gekriegt habe, in der ich ministriert habe bei meinem Großvater. Damit verbinde ich Heimat. Zu schauen, dass wir ein wirtschaftlich stabiles, ein wirtschaftlich prosperierendes Bayern auch in der Zukunft haben. Die gute Situation, über die wir heute verfügen, in die Zukunft zu tragen. Die beste Entspannung nach einem stressigen Tag finde ich in einem Spaziergang mit meiner Frau, wenn ich mit meinen Hunden über die Flur gehe, durch den Wald gehe und dort die Ruhe genieße. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich gerne eine Reise in die Arktis machen. Ich würde dort gerne mit Inuit, mit einem Schlittenhund gespannt, in die weite Eiswüste fahren und dort die Stille erleben, die Polarlichter. Das wäre ein Traum. Der Held meiner Kindheit ist mein Vater gewesen. Mit dem bin ich von klein auf unterwegs gewesen. Der hat mir die Jagd beigebracht. Der hat mir die Leidenschaft zur Wirtschaft beigebracht und das war mein Vater. Die größte Herausforderung ist ohne Zweifel, dass ich mich bei Besprechungen kurz fasse und in keine verbale Lyrik verfalle. Nicht verzichten kann ich auf meine Frau. Lieblingsserie gibt es eine ganz zentrale, das sind die Münchner Geschichten. Mit dem bekannten Charlie, einen Lebenskünstler, der mit einem hohen Maß an Kreativität ausgestattet ist und der eigentlich das München der 70er Jahre zeigt, ein bürgerliches Milieu, das es so nicht mehr gibt, hochsympathisch und schön. Übrigens spielt dort, wo das Ministerium ist, in der Nähe vom Lehl. Absolute Sprachlosigkeit, das erreicht man bei mir, wenn ich etwas erlebe, das in Richtung bedingungslose Liebe geht. Bedingungslos. Und Liebe. Das ist ein Fernglas meines Großonkels, das er zur Zeit der Jahrhundertwende geführt hat und das später auch mein Vater hatte auf der Jagd. Und dieses Fernglas steht nicht nur für ein Stück weit Tradition in unserer Familie, es steht nicht nur für die Leidenschaft zur Jagd, es steht insbesondere für die Weitsicht, die man auch in dem Job eines Politikers braucht. Und das ist mir ein liebgewonnenes Stück in meiner Sammlung zu Hause.